Live-Radio. Top-Thema, der Podcast. Niklas, jeder kennt den Fernando Alonso, zweifacher Weltmeister. Was hast du genau jetzt mit Fernando Alonso zu tun? Also, das Team von Fernando Alonso, die schauen auf mich schon seit 2019. Letztes Jahr hat es dann ein erstes Treffen gegeben. Und ab dem Jahr, seit März, fahre ich bei denen im Team. Als erster wollten wir eigentlich mit einem anderen Team nur weiter Mini fahren. Und dann haben wir gesagt, dass wir einfach umsteigen in die nächsthöhere Klasse. Und weil wir sowieso als Trainingsjahr hernehmen können, weil ich noch viel zu jung bin, also weil ich ein Jahr zu jung bin. Und jetzt fahre ich eigentlich auch schon vorn in die ersten 20 wieder mit in der Weltelite. Das heißt, du fährst eigentlich gegen Ältere jetzt, kann man das so sagen? Ja, also nur gegen 13- und 14-Jährige. Und wie geht's dir da so? Gut, ich bin jetzt immer regelmäßig im Finale, also konstant im Finale, bin immer unter die Top 20 und ja. So kann es weitergehen, oder? Ja, also pro Rennveranstaltung sind mindestens 90 Kinder und ich bin immer in die Top 20 im Finale. Wie schaut denn das jetzt aus? Wie viel fährst du da, wie viele Pisten unterwegs gerade im Moment? Bist du wahrscheinlich meistens auf der Rennstrecke und selten daheim, oder? Genau, also ich bin jetzt, vorher war ich weg über 3 Monate, 2 Tage daheim, jetzt war ich wieder 2 Wochen weg und jetzt ist die erste Woche, die was ich ganz daheim bin, seit März. Und jetzt am Sonntag fahre ich wieder nach Sano. Das heißt, wo steht jetzt so in nächster Zeit am Programm? Wo sind die nächsten Rennen? Also in Sano die Weltmeisterschaft wird jetzt sein nächste Woche. Und dann habe ich noch ein WSK-Rennen in Lonato. Und dann werde ich wahrscheinlich frei haben, einmal für 2 Wochen. Was ich aber nicht glaube, weil ich da trainieren fahren werde. Trainieren ist aber nicht nur im Auto, also im Kart sitzen, sondern du gehst da so körperlich trainieren, oder? Was steht da so im Programm immer bei dir? Also die Wochen war ich jetzt mit den Fitmacher die ganze Zeit im Fitnessstudio, weil ich selber, also im März habe ich die Kraft wirklich noch nicht gehabt. Da bin ich nach 2 Runden, 3 Runden immer eingegangen. Und jetzt trainieren wir halt und jetzt halte ich aber schon über 20 Runden aus. Also man glaubt es nicht, das ist schon körperlich auch ziemlich anstrengend, gell? Das ist Kartfahren. Ja. Hast du dich eigentlich Fernando Alonso schon mal persönlich kennengelernt? Habe ich. Das erste Mal wirklich mit ihm geredet, habe ich mit ihm letztes Jahr im Dezember, wie wir eingeladen waren zum Testen. Aber das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, war, wie 6 Jahre alt war, weil da hat es vom ÖMTC hat's so ein Meet and Greet gegeben und das habe ich halt dann gewonnen. Und dann habe ich in Fernando und in Valtteri Bottas das erste Mal treffen dürfen. Das heißt, du hast letztes Jahr gesagt, hallo Fernando, wir kennen uns einfach früher. Servus, kennst du mich noch? So ganz was nicht, aber ja. So ähnlich. Du, ja, was sind jetzt so die Ziele für die nächsten, sag ich mal, Jahre, die nächsten 1-2 Jahre? Wo soll es hingehen? Was möchtest du erreichen? Also, ich möchte auf jeden Fall so viel wie möglich gewinnen. Auch die Weltmeisterschaften. Und dann halt, also wenn ich dann erfolgreich bin, dann vielleicht, also in Formel 4, Formel 3, Formel 2 und dann Formel 1 war der Idealweg. Wir brauchen nicht dringend wieder mal einen Österreicher in der Formel 1. Das ist eh schon viel zu lang her, oder? Ja, viel zu lang. Du hast zuerst erzählt, du bist ständig unterwegs. Wie geht es dir denn das mit der Schule aus? Geht das so nebenbei oder wie funktioniert das? Also ab dem Schuljahr werde ich jetzt Online-Schooling haben mit Go Students. Die sponsern mir das jetzt und ja. Das heißt, das muss schon gelernt werden auch nebenbei ein bisschen, oder? Ja, sicher muss ich lernen auch, weil wenn die Noten wieder nicht passen, also sie haben mir immer schon passt, ich habe immer nur 1 und 2er gehabt und wenn das nicht funktioniert, dann muss ich wieder in die Schule zurück und das möchte ich eigentlich nicht. Du, wie ist es? Ist der Papa immer dabei bei den Rennen oder hat der was anderes auch zum Tun? Also der muss immer arbeiten. Das heißt, ich bin eigentlich immer nur alleine unterwegs. Und der kommt halt nur manchmal. Das heißt, für dein Alter bist du schon relativ selbstständig. Also hast du schon viel erlebt im Gegensatz zu anderen Gleichaltrigen, oder? Ja. Ja, super. Du, dann wünsche mir dafür Erfolg für die nächsten Aufgaben und
dass der Fernando Alonso zufrieden ist mit dir und vielleicht kannst du mal in seine Fußstapfen treten. Das wäre natürlich eine Geschichte, oder? Ja. Alles klar. Passt. Danke dir. Danke. Super. Live Radio. Top Thema. Der Podcast.